Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute soll es gehen um ein paar neue Produkte, die ich mir gekauft habe. Und ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch mal meine Haarroutine zeige. Ich sag mal so meine Alltagshaarroutine. Die greife ich jetzt so halb auf, denn ich komme aus der Dusche, habe mir jetzt meine Haare einfach trocken geföhnt, über Kopf so locker flockig. So ist der Schnitt also quasi so. Aber viele wollten gerne wissen, wie ich meine Haare eben so für den Alltag style. Quasi Mama-Haar, Alltagshaar, Berufshaar, wie ich es eben so mache. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Was ihr für den Haarstyle braucht, ist ein Glätteisen. Ich habe das Remington Pearl, heißt das, glaube ich. Ich kann euch gar nicht genau sagen. Ich werde euch das mal unten verlinken. Ich finde, das ist ein super gutes Einsteiger-Glätteisen. Kostet um die 40 Euro, bin ich der Meinung. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also das kann ich euch anraten. Das benutze ich schon ganz lange. Es ist nicht vergleichbar mit GHD, Cloud9 und sonst nicht irgendwie was. Die sind einfach mal noch ein bisschen geiler. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber für den Einsteiger Top-Produkt. Ihr braucht eine glossige Haarcreme oder ein glossiges Haarwachs. Ihr könnt auch Kokosfett nehmen, wenn ihr wollt. Ich verwende von Balea das Gelwachs Glossy und Shine. Und dann braucht ihr noch einfach ein paar Haarnadeln. Ich nehme in der Regel 2 bis 4. So, es gibt im Grunde jetzt mehrere Herangehensweisen. Im Alltag mache ich es mir aber wirklich super, super leicht. Da glätte ich meine Haare nicht durch oder sonst irgendwie was, sondern ich fange an damit, mir die Haare so abzuteilen, wie ich sie trage. Ich habe eigentlich immer einen Seitenscheitel. Man sieht hier auch schon, das war mein Glätteisen, man sieht hier auch eigentlich schon ganz gut, wo der Scheitel so verläuft. Und ich bin da auch nicht allzu ordentlich, ne? Also ich bin eher so ein bisschen Boho-Messi der Typ und nichts. Es muss nicht alles so akkurat und mit Lineal gemacht sein. Genau, und dann mache ich das so, ich nehme mir quasi von meinen Deckhaaren so ein bisschen Haar weg, also ungefähr so viel. Die hinteren Haare lasse ich einfach so glatt. Mein Tipp ist, wenn ihr doller gewelltes Haar habt als ich, glättet sie vorher komplett einmal durch. Ich habe zwar eine relativ unruhige Haarstruktur, weil ich eine natürliche Krause habe, beziehungsweise eine natürliche Welle, aber ich habe kein lockiges Haar. Von daher kann ich es hinten definitiv so tragen. Und dann nehme ich mir quasi meine Haarsträhne und zwirbel sie mir so ein bisschen leicht herunterlaufend ein. Und dann lege ich mir die Strähne hier einmal so rum. Ich finde das immer schön, wenn es ein bisschen nach unten herab verläuft. Dann nehme ich mir meine Haarnadel und fixiere mir das Ganze erst einmal von unten in diese Haarsträhne. Und dann nehme ich mir noch eine zweite Haarnadel und kreuze meine erste Haarnadel von oben. Ich hoffe, ihr konntet das so verstehen. Jetzt habe ich hier so ein Haarnadelkreuz und meine Haare sind hier hinten fixiert. Das Ganze mache ich auf der zweiten Seite auch. Wichtig ist, dass ihr nicht von hier vorne die ganzen Haare nehmt, sondern eher so seitwärts. Das ist ein bisschen viel jetzt hier. Das reicht. Es sollte ungefähr dem gleichkommen, was ihr auf der anderen Seite gemacht habt. Und dann mache ich das Gleiche. Ich zwirbel übrigens nach außen weg. Und dann mache ich genau das Gleiche auch auf dieser Seite. Und das Gute ist, durch diese Kreuztechnik ist es einfach so, dass diese Frisur einfach bombenfest den ganzen Tag hält. So, wenn ihr ein bisschen mehr Volumen haben wollt, könntet ihr jetzt das Haar, was ihr hier hinten versteckt habt sozusagen, ein bisschen hoch zwirbeln. Dann könntet ihr quasi ein bisschen Volumen am Oberkopf gestalten. Und jetzt kommt der Part, wo ich mir meine Haare glätte. Hinten mache ich, wie gesagt, nicht viel, weil ich habe ja einen in den Nacken fallenden Bob. Der fällt von Natur aus eigentlich schon ganz schön in den Nacken rein. Da glätte ich, wie gesagt, nur, wenn ich so einen ganz krausen Tag habe oder wenn ich es extra sleek haben will. Ansonsten mache ich das wirklich so, dass ich mir nur den vorderen Part nehme und mir hier die ersten Haarsträhnen, die mir quasi ins Gesicht und ans Kinn fallen, ein bisschen glätte. Damit das Ganze eben ein bisschen definierter aussieht und die Haare schön glänzen, denn der Vorteil einfach an einem Glätteisen ist, es ist genauso, als würdet ihr euch das Haar von oben nach unten föhnen. Ihr bringt so einfach die Haarschuppe an die Haare wieder ran und somit glänzt das Ganze auch ein bisschen. Ja, Freunde, und das ist es schon gewesen. Mein Alltagsbirte-Haarstyle. Jetzt in Echtzeit
6 Minuten, knapp 7 Minuten. Also wirklich easy peasy und ja. Dann fixiere ich mir das Ganze, was ich eben übrigens noch vergessen habe. Ihr könnt natürlich auch noch ein Haarspray verwenden. Das mache ich manchmal ja, manchmal nein. Heute lasse ich es mal weg. Und dann nehme ich mir meine Haarcreme. Das ist übrigens eine durchsichtige Creme. Riecht ganz, ganz, ganz lecker. Dann nehme ich mir immer so eine... Ach, wie nennen wir das mal? Haselnussgröße vielleicht? Genau. Und dann mache ich mir das einfach unten in die Spitzen. Das ist ein Produkt, was ganz schön ist, weil es eure Haare nicht beschwert, aber gleichzeitig so ein bisschen wendigt. Und dann mache ich mir das Ganze auch immer noch so ein bisschen, flausche ich mir das hier so oben ein. Wenn ihr so ein paar fliegende Haare habt, Mami-Härchen, nachwachsende Härchen, könnt ihr das ganz gut nehmen, um die Haare zu bändigen. Ja, und das ist ja mein Haarstyle. So, dann haben wir das Thema Haare erstmal abgehandelt und dann kommen wir jetzt zum Make-up-Part. Da habe ich mir überlegt, ich will heute mal ein bisschen über meine Pflegeroutine sprechen, weil auch da spreche ich mich immer wieder an über Instagram, über YouTube, unter Videos, dass ihr gerne mal meine Pflegeroutine sehen möchtet. Auch das greife ich jetzt so halb auf, denn bei mir ist findet die Pflege im Bad statt. Ich reinige mir mein Gesicht, ich nehme mein Make-up ab am Abend. Und dann verwende ich diverse Produkte. Die letzten Monate, ich bin der Meinung, ich benutze die Produkte jetzt seit Anfang März. Also ich bin der Meinung, es kam ungefähr mit Corona zeitgleich. Und zwar hatte mich ja irgendwann mal die Firma Beautymates angeschrieben. Ich weiß, die haben super viele YouTuber angeschrieben, mich also auch. Und da ich zum Beispiel schon mal bei Maxim die Produkte in den Videos gesehen hatte und der davon so geschwärmt hat, habe ich mir so die Internetseite angeguckt, habe mir das ganze System mal angeguckt und habe dann auch gesagt, dass ich das Ganze tatsächlich gerne mal kostenfrei testen würde. Das mache ich jetzt, wie gesagt, schon ein paar Monate. Und jeder, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich eine relativ... Ich glaube, das würde jeder von seiner Haut behaupten, aber ich habe eine nicht ganz einfache Haut. Meine Haut neigt zu Unverträglichkeiten von Produkten. Sie ist in den Außenbereichen trocken, in der T-Zone klassisch leicht ölig, also die klassische Mischhaut. Ich neige aber nicht zu Unreinheiten. Also ich habe wirklich eine nicht unreine Haut. Aber wie gesagt, sie ist ein bisschen zickig, gerade wenn es um neue Produkte geht, wenn es um aggressive Inhaltsstoffe geht und so weiter und so fort. Und bei Creme ist es ganz häufig so, dass es einfach viel zu viel für meine Haut ist. Einfach wirklich viel zu viel. Man merkt das richtig, dass die Produkte nicht einsinken, dass sie wie ein Schmierfilm auf meiner Haut liegen bleiben, dass ich Unterlagerung bekomme und es einfach viel zu viel ist. Und dementsprechend bin ich gerade bei Pflege echt ein bisschen picky. Als mich die Firma Beautymates dann anschrieb, konnte ich mir damals ein Set aussuchen, was ich testen möchte. Was für mich gleich klar war, war, dass ich unbedingt die Selbstbräunertropfen testen möchte. Und das ist auch das Produkt, worüber ich schon mal ein Video gemacht habe, unter anderem. Und zwar ging es da um das Thema Selbstbräuner. Ich werde euch das mal hier irgendwo verlinken im i. Ich habe das wirklich schon super doll verwendet, ne? Weil ich dieses Produkt einfach oberaffen geil finde, Leute. Es ist so ein tolles Teil. Und dann hatte ich zwei Basiscremes zur Auswahl, zwischen denen ich wählen konnte. Es gibt da einmal eine Lifting-Creme für eher trockene Haut und ich sage jetzt mal etwas ältere, reifere Haut, würde ich sagen. Und es gibt eine Hyaluron-Creme für Mischhaut bzw. normale Haut. Lifting hat mich total gecatcht. Also ich war wirklich kurz am Überlegen, ob ich die Lifting-Creme nehme. All dieweil ja auch einige mittlerweile behaupten, dass es ein Dupe sein soll zur Charlotte Tilbury Magic Cream, die ich probiert habe und die viel zu viel für meine Haut war. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, das ging gar nicht. Das war, also die ist toll, glaube ich, für Leute, die eine wahnsinnig trockene Haut haben. Für meine Mischhaut war das das Schlimmste, was geht. Also ging gar nicht. Dementsprechend habe ich mich gegen die Lifting Cream entschieden und habe mich für die Hyaluron Boost Cream entschieden. Wie gesagt, die ist für die normale Haut, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Ist jetzt nicht super fancy, ne? Es ist ein ganz normaler Plastiktiegel, hat man so auch schon öfter gesehen. Die Creme kommt in einer, wie soll man mal sagen, joghurtartigen Konsistenz, also sehr angenehm. Sie ist sehr leicht. Wenn sie über die Haut gleitet, ist sie auch so ein bisschen glitschig, dieses typische Hyaluron-Gel-Gefühl.
Und was ich einfach toll finde, ist, dass sie nicht riecht, sie pflegt meine Haut, sie durchfeuchtet meine Haut, sie hat überhaupt keine negative Reaktion gebracht und ihr könnt euch sowas von sicher sein, ich werde die weiter verwenden. Und ihr könnt mir auch glauben, ich bin jemand, der so viel testet und ganz, ganz selten bei Produkten in Gesichtspflege bleibt. Es ist wirklich was, wenn ich sage, ich werde mir die nachkaufen, weil die einfach super basic ist. Ich finde die ganz toll. Dann hatte ich ja unaufgefordert tatsächlich das Video gemacht zum Thema Sonnenschutz, wo eben das Produkt von Beauty Mates mit angezeigt worden ist. Das war nicht abgesprochen, dieses Video habe ich für mich einfach gemacht, deswegen war es auch nicht nur Thema Beauty Mates. Dass mich die Firma nochmal anschrieb und sagte, hey cool, total tolles Video, wir haben uns gefreut, weil wir es so cool fanden, haben wir dir nochmal ein Set zugeschickt. Und ich, okay cool. Und da habe ich die besagte Lifting Cream geschickt bekommen, die ich, wie ich mir das schon gedacht habe, einfach nicht vertragen habe. Es war viel zu viel für meine Haut. Die ist unglaublich fest, cremig, reichhaltig. Ich empfand sie als sehr fettig. Also das war für mich zu viel. Deswegen habe ich das an eine Freundin weitergegeben, die sehr trockene Haut hat, die auch sehr gut findet. Und dann bekam ich noch diese Augen-Lifting-Booster hier zugeschickt. Und das ist im Grunde quasi ein Produkt für den unteren Augenbereich. Das soll abschwellend wirken. Es soll euren unteren Augenbereich einfach super frisch aussehen lassen. Und da muss ich euch sagen, ich finde das ganz nett. Ich bin aber sowieso jemand, der nicht so an das Thema Augencreme glaubt. Ich habe ein bisschen ein paar Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, dass ich feststelle, es reicht mir eigentlich meine Gesichtscreme, wenn sie gut ist, auch für den unteren Augenbereich. Ich finde, es ist aber ein schönes Produkt und ich kann euch anraten, stellt es in den Kühlschrank. Wenn ihr zu puffigen unteren Augenbereichen neigt oder einfach so Schwellungen habt morgens, super, super cool gekühlt. Es ist so ein, kommt ebenfalls in so einem Pumpspender und das ist so ein Gel, ja, wie so eine Art Gelserum. Und das kalt im unteren Augenbereich, leicht aufgeklopft, ein Labsal. Also dafür finde ich es toll. Macht es mich faltenfrei? Nein. Ist es angenehm? Ja. Ja. Entscheidet selber, ob das für euch ein Kaufkriterium ist oder nicht. So, dann geht's aber mal los mit Make-up. Wir fangen an mit einem Primer, den ich jetzt schon ein paar Tage verwendet habe. Und ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, Primer und ich, wir sind auch so, wir glauben nicht so aneinander. Ja, aber auch da, dieses Produkt habe ich gesehen bei Maxime Giacomo. Es ist von Essence, eine neue Limited Edition. Und zwar ist es der What's Your Fruit Mood Watermelon Jelly Primer. Das Produkt finde ich tatsächlich echt interessant, Leute. Es ist so ein Gel. Ich bringe mir das hier in meine T-Zone auf und dann verteile ich mir das mit den Fingern. Es ist ein Produkt, was pflegend auf euch wirken soll. Es ist ein Produkt, was leicht weich zeichnen soll. Es ist ein bisschen wachsig, das kann ich euch sagen. Ich habe keine negative Hautreaktion gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Silikonprimer ist, der sich auf meine Haut legt. Und ich finde den sehr, sehr angenehm. Ich habe mir auch überlegt, dass ich nochmal versuchen werde, davon ein paar Backups zu kriegen. Denn, und das muss ich sagen, die Verpackung wirkt ein bisschen günstig auf mich. Und ich finde einfach, es wirkt wie so ein Luxuspröbchen. Und das spricht mich jetzt nicht so an. Also ich finde, sie könnten da schon ein bisschen mehr abfüllen. Ich finde, sie könnten eine bisschen wertigere Verpackung ins Spiel bringen. Und dann hätte ich auch eine etwas schönere Gesamterfahrung beim Verwenden dieses Produkts. Aber nichtsdestotrotz für den Preis, der liegt unter 2 Euro, bin ich der Meinung, finde ich den ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. So, dann mache ich mein Make-up jetzt mal fertig bis zu dem Teil, wo wir was Neues haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, soweit so gut, Freunde. Ich habe mir die Haare mal kurz hinter die Öhrchen gemacht, denn wir kommen jetzt zum Bronzer. Da habe ich mir ein neues Produkt gekauft von Clinique. Und zwar den Powder Pop Flower Bronzer in der Farbe Solar Pop. Und darüber hatte ich die Michelle Wong schon ganz viel sprechen hören. Die hat so geschwärmt über diesen Bronzer. Und ja, den gab es gerade sehr, sehr günstig bei Douglas. Wenn es ihn noch heruntergesetzt gibt, dann werde ich ihn euch mal unten verlinken. Und den tragen wir mal auf. Das ist übrigens ein Produkt, was ein bisschen ein satiniertes Finish hat. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Kommt in einem, mit einem für mich leicht rötlichen Unterton. Also neutral, vielleicht leicht rötlich.
hat aber so ein bisschen Dimension, erinnert mich vom Ding her sehr an den Physicians Formula Butter Bronzer. So, ich benutze meinen großen Japanese-Pinsel und dann geht's los. Auch das Produkt verwende ich selber schon ein paar Tage, also es ist jetzt kein First Impressions. Und ich finde den sehr, sehr, sehr schön. Es ist ein ganz subtiler, seidiger Bronzer. Es ist für mich auch einer, den ihr aufbauen müsst. Das ist so ein bisschen für mich wie der Charlotte Tilbury Bronzer. Also der ist super schön, aber ihr müsst halt so ein bisschen das Pigment aufbauen. Seht ihr, also überhaupt nicht fleckig, schön einheitlich, leicht gebronzt. Ein wirklich schöner Bronzer. Dann kommen wir noch zu einem neuen Produkt. Und da habe ich mir ebenfalls von Essence aus dieser What's Your Fruit Mood Limited Edition das Setting Spray geholt. Das Mini Fixing Spray mit Kokosnuss. Und was ich sagen muss, also diese Größen, ja, sie sind reisefreundlich, aber können wir sowas bitte in einer größeren Größe machen, Essence? Bitte, 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 bitte. Das ist ein sehr angenehmes Spray. Riecht ganz leicht nach Kokosnuss, ein bisschen tropisch, aber ohne fruchtig zu sein. Hat einen sehr schönen Sprühkopf. Es kommt aber auch ordentlich viel raus. Also ihr müsst das wirklich ein bisschen weghalten von eurem Gesicht. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Und das letzte Produkt für heute, was ich euch zeigen möchte, ist auch das Produkt, was mich irgendwie am meisten enttäuscht hat und aber auch irgendwie überrascht hat. Und zwar habe ich mir von Becca einen der Ignite Liquid Highlighter gekauft. Und zwar ist das diese Limited Edition mit Barbie Ferreira. Diese Liquid Highlighter, der hat übrigens die Farbbezeichnung Love, ist aber wie gesagt eine Limited Edition, gehört nicht zum Standardprogramm. Und ich hatte so viel Gutes über diese Liquid Highlighter geholt. Und ich habe mir den gezielt ausgesucht, um ihn unter mein Make-up aufzutragen, auf dem gesamten Gesicht. Denn die Becca Highlighter, die sind ja sehr, ich sag jetzt mal, perlig. Also ihr habt da ja so einen richtig schönen Glow, aber es ist ja nicht glitzerig. So, dafür sind die für mich bekannt. Die, die ich habe, sind auch wirklich genau so. Und dementsprechend habe ich das natürlich auch erwartet, als ich dieses Produkt bestellt habe. Und ich hatte mir vorher auch Videos angeguckt mit dieser generellen Ignite-Serie, die einfach durch die Bank eigentlich gute Reviews hat. Und ich habe mich dann für diese Farbe entschieden, weil ich ein helles Produkt haben wollte. Ich wollte ein schön glowy Produkt haben und ich fand auch einfach diese Holo-Geschichte sehr interessant. Also es ist einfach eine Farbe, die mich angesprochen hat, weil ich so eine Farbe noch nicht in meinem Repertoire habe. Und dann kam diese Flasche. Und ich habe das ausprobiert, Freunde. Und ich sage euch, eine Disco-Kugel kann sowas von einpacken. Die Disco-Kugel ist sowas von cancelled, das glaubt ihr gar nicht. Ich zeige euch, was ich meine. Ihr habt hier das Produkt. Ich dachte auch, das liegt vielleicht daran, dass das nicht richtig durchgeshakert ist und so. Und habe mir gefühlt 50 Stunden Wolf geshakt. So, kommt in einem Pumpspender, ist eine Glasflasche, generell super Qualität. Habe ich auch nicht anders erwartet vom Bäcker. Und dann habt ihr hier dieses Gel und dann zeige ich euch jetzt mal, was passiert. Ihr habt erstmal einen super schön feuchten Highlighter, aber auch Glitzerparty per excellence. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich musste direkt an die Jenny denken und dachte, das ist ihr Horrorprodukt. Das ist ihr absolutes Horrorprodukt. So, ich habe also den Fehler gemacht, das beim ersten Mal auch wirklich so auszuprobieren, wie ich es euch gerade erzählt habe, nämlich auf dem ganzen Gesicht aufgetragen unter Make-up. Und ich habe wirklich ein Make-up genommen, was auch eine gute Deckkraft hat, ne, Leute? Ich sah aus wie eine Disco-Kugel. Ja, also ich hoffe nochmal, dass ich das ganz gut einfangen kann. Also, er ist super schön. Ich nehme es vorweg. Er ist super schön, aber nicht für das, wofür ich ihn gekauft habe. Ursprünglich. Ich habe ihn jetzt schon als Body-Highlighter. Also, ich habe erstmal wirklich darüber nachgedacht, ihn zu retournieren, weil es einfach wirklich überhaupt nicht das ist, wofür ich es kaufte. Ja? Aber
Der ist einfach wunderschön. Erstens als Bodyhighlighter. Wenn ihr richtig mal wirklich... Ich habe dann an mich gedacht, im Sommertop, im Sommerkleidchen mit freien Schultern, im Planten und Blumen in Hamburg, in der Abendsonne, bei den Wasserspielen. Ja, an das habe ich gedacht. Und dafür ist er wirklich perfekt. Ihr glitzert allerdings wirklich wie Edward Cullen in der Sonne. Ja, also das muss euch bewusst sein. Wenn ihr Interesse an diesem Produkt habt, es ist nichts von wegen subtiler Sheen, Glow, Glow schon, aber es ist mehr Glitter, Glitter in Glow, ja? So, also für unter Make-up total ungeeignet, mit dem Beauty Blender aufgetragen, total ungeeignet, mit dem Pinsel aufgetragen, geht gerade eben noch so. Beste Art und Weise, das Produkt aufzutragen, ist mit den Fingern eingeklopft, leicht eingerieben, schön verblendet, denn das Tolle an diesem Produkt ist, es hat eine ölige Basis. Das heißt, ihr kriegt schon diesen nassen Spiegelglanz und wenn ihr mit dem Finger so richtig schön einarbeitet, kriegt ihr diese Glitzerstückchen auch sehr schön eingeblendet. Aber es ist halt nicht so ein leichtes Ding. Das Ergebnis sieht toll aus, ihr werdet es gleich sehen, aber es gehört ein bisschen Arbeit dazu und eben man muss ein bisschen offen sein, um ein Produkt dann einfach anders zu verwenden, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Das habe ich festgestellt. Es ist ein toller, toller Highlighter. Ihr werdet es gleich sehen, er macht so einen richtig nassen Glow, aber absolut ungeeignet für unter dem Make-up und wirklich nur mit den Fingern meines Erachtens nach eingearbeitet. So, ihr braucht viel zu viel, aber wir hauen heute mal auf die Kacke und dann hole ich euch mal ein bisschen rein und dann geht's mal los mit der großen Fahrt. So, und ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Richtig schön eingearbeitet, sieht man definitiv noch den Glitter. Ich bin auch hier ein bisschen zu dicht an meinen unteren Augenbereich gekommen, aber es ist egal, es geht ja um die Demo. Aber ihr habt auch durch dieses Öl in der Base einen so tollen, nassen Schimmer. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, toll, wirklich toll, sehr speziell und nicht ganz easy im Umgang. So, ich hoffe, ihr könnt sehen, ich hätte mir bei diesem Produkt einfach ein bisschen weniger Glitter und ein bisschen mehr von dieser perligen, öligen Base gewünscht. Was definitiv toll ist, ist, dass das Produkt weder das Make-up unten drunter löst, noch über den Tag sich irgendwie negativ verhält. Also das bleibt wirklich da sitzen, trotz dieser öligen Basis, wo ihr es auch hinsetzt. Und das finde ich wiederum sehr, sehr, sehr schön. Es riecht übrigens so ein bisschen, das finde ich ganz geil, weil es steht drin, es soll nach Ananas, so ein bisschen tropisch, nach Orangenblüten. Gefühlt riecht es für mich nach nichts von diesem allen. Das riecht für mich wie so ein richtig schönes, weibliches, zuckriges Darmparfum. Ein bisschen opulent auch, sehr, sehr angenehm. Aber überhaupt nicht so wie das, was man in den Duftbeschreibungen liest. Nichtsdestotrotz sehr, sehr angenehm. So, und dann hatte ich eben, glaube ich, gesagt, dass das mein letztes Produkt war. Da ist mir gerade eingefallen, ich habe noch eins. Und zwar habe ich mir bei meiner Mama, bei Avon, zwei Lippenstifte aus dieser MAC-Serie gekauft, weil ich nämlich von Avon vor nicht allzu langer Zeit einen zugeschickt bekam und einfach wahnsinnig begeistert davon bin. Und jetzt habe ich zwei Farben. Einmal die Farbe Aura On und einmal die Farbe Orbital Lust. Das eine Orbital Lust ist so ein richtig schöner brauner Nude-Ton. Und das Tolle ist bei diesen Lippenstiften, die haben so eine... Mich erinnert das so an dieses MAC Luster Finish. Also es kommt nicht ganz hochpigmentiert ums Eck, sondern eher so ein bisschen balsamig. Und das ist der... Wie hieß er? Aura On, das ist mehr so ein Korallton. So, und jetzt weiß ich gar nicht. Ach komm, Freunde, wir machen das Nude. In meinem letzten Video hatte ich den Aura On übrigens drauf. So, ich habe mir einmal meinen Lip Liner gezogen. Da trage ich übrigens den 59G von Manhattan. Habt ihr vielleicht in meinem Favoritenvideo gesehen. Und dann gehe ich jetzt einmal mit dem wunderschönen Nude-Ton drüber.
So, da ist ja der wunderschöne Lippenstift. Ich mag diese Art von Nude sehr, sehr gerne bei mir. Und ja, ich mag auch, dass es durch diesen, also dieser Lippenstift, der hält euch nicht super lange. Das ist ein ganz normaler, klassischer, so leicht, ja wie so ein Laster Lippenstift mit irgendwie so Lippenbalmartiger Textur. Ihr merkt so ein ganz klein bisschen auch so diese Schimmerpartikel, wenn ihr die Lippe so aufeinander reibt. Riecht ganz leicht nach Kosmetik quasi, gibt euch aber durch diesen leichten Schein so richtig so einen vollen Lippeneffekt. Also das gefällt mir wahnsinnig, wahnsinnig gut und ich finde, es passt auch sehr gut mit dem Augen-Make-up heute. So, meine Lieben, das ist es gewesen, mein kleines Haartutorial, wenn ihr so wollt, plus die neuen Produkte, die ich mir jetzt gerade die letzte Zeit angeschafft habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video und das Format gefallen hat. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.